Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play SMP Live Your Dream. Egal, wir sind ja gerade mit Micha 196 unterwegs. Ich hoffe mal, das spricht man 196 aus und nicht 196 oder 196 oder 196 oder irgendwie anders, ja. Das kenne ich ja mit meinem Namen, meinem Minecraft-Namen noch. Das schon 1899. Das wurde auch öfter als 1899 oder 1899 ausgesprochen. Da kann man sich ja nie sicher sein, ne? Gut, dann ab geht's. Der will uns jetzt nämlich was Sachen zeigen. Und er bräuchte ein Auto oder ein Heli. Okay. Zurück nach LS. Vorgezeichnet. So, und ja, ihr seht. Hier. Die Aufnahme bleibt an. Ja, ich habe den Aufnahmeknopf gewechselt. Das war das Beste. Was ich machen konnte. Jetzt geht das schon wieder los. Okay. Ja. Ist er noch auf dem Server? Ich denke mal, dass ich ausgeloggt und lockt sich jetzt wieder ein und holt mich dann ab. Hoffe ich. 40er irgendwas. Nee, der ist weg. Ja, dann warten wir mal kurz. Ich denke mal, der wird sich jetzt noch einloggen, dann sein Heli holen. Oder Heli. Schätze ich jedenfalls. Weil, warum soll er sonst schreiben, baue jetzt Auto oder Heli? Und wird mich dann hoffentlich abholen. Wenn nicht, dann werde ich hier wahrscheinlich in den Hungertod sterben. Richtig qualvoll. So, abnehmen. Hallo. Nee. Er wird mir jetzt bestimmt irgendeine wichtige Information geben, wo ich hinkommen soll. Oh, es war ein Crash. Dann hol schnell ein Heli und hol mich ab. Nee. Ist weg. Bis gleich. Ich suche mal kurz irgendwas auf der Map raus, wo ich hinkommen kann. Hier ist irgendwo das Krankenhaus. Ich komm LSFKH. Wir rennen. Komm schon. Rennen. Ich habe schon wieder meinen Timer nicht resettet, denn das gibt es nicht. So, jetzt kann ich wieder rennen. Ja, das gibt es nicht. Gott's Gott nicht. So, ab geht's. Weiter. Ne? Ist klar. So, da vorne ist die Stadthalle. Und hier links dürft ihr jetzt irgendwas kranken. Hier, vor uns. Das ist das Krankenhaus mit der großen Antenne drauf. Oder Blitzableiter. Eins von beiden. Ist das eine Antenne oder ein Blitzableiter? Da sind so viele Sachen auf dem Dach. Das überfordert mich. Naja. Ich würde sagen, das ist erstmal relativ egal. So, ich höre auch die ganze Zeit meine Leertaste. Ja, Leertaste, weil ich habe die SMP-Steuerung umbelegt. Für die, die das noch nicht wissen, obwohl ich es tausendmal erwähnt habe. Und zwar habe ich Leertaste und Shift getauscht, weil ich kann das überhaupt nicht ab, mit Shift zu springen und mit Leertaste zu rennen. Wer macht denn sowas? So, ich gehe da oben jetzt gleich rechts auf das Parkdeck. Und warte hier auf meinen Abholservice, ja. Ganz persönlich für mich mit einem Helikopter. Oh yeah. So, ja. Na, warte mal, ne? Das kann ja nicht so lange dauern. Oder schon. Naja. Okay, erst denken, dann reden. Wenn ich mal schätzen würde, wie lange ein Helikopter hier in SMP von SF nach von LS nach SF braucht, würde ich schätzen 1 bis 2 Minuten, vielleicht 3, höchstens. Also wird er bis
um Payday in 45 Minuten da sein. Wenn nicht, springe ich hier runter. Oh Gott. Ja. Das war wohl mein Auto. Das hat da irgendjemand nicht gemocht. Komm schon. Das sind noch 2 Minuten. Gehen diese Payday-Minuten eigentlich richtig? Mir kommt das nämlich so vor, als wenn die schneller rumgehen würden, weil wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, ja? Und ich glaube, eine Dreiviertelstunde habe ich noch nicht aufgenommen. Ne? Wir haben jetzt nämlich gerade 18.53 Uhr. Ich habe um ca. 18.10 Uhr bis 18.20 Uhr, 18.20 Uhr eher angefangen. Und da hatten wir Payday in auch so ungefähr. Also muss es jetzt 19.20 Uhr sein. Irgendwas geht hier falsch. Komm schon. Nein, ich wollte doch jetzt hier voll die dramatische, selbstgemachte Musik einblenden. So. Oh ja, das ist so unglaublich dramatisch, ja? Oh Gott. Captain Nemo, wir sinken. Unter den Erdkern. In den Erdkern. Er braucht definitiv länger, als ich erwartet hatte. Und ich bin definitiv schlechter in Abstände abmessen, als ich erwartet hatte. So, dann warten wir mal, ne? Upsala. Der war so voll cool entlanglaufen. Oh, wie lange braucht er denn? Jetzt ist es ganz leise. Richtig krass. So, da, ich höre ihn doch. Hier, hallo, hier bin ich. Nein. Scheiße. Ja. Das war die falsche Taste. Die falsche Taste am falschen Ort. Scheiße. Da muss ich mich auch noch gleich healen gehen. Ach nee. Zack muss healen. Hier vorne steht doch ein Automat, oder? Nein. Ist hier ein Automat? Kann man sich hier nicht. Okay. Schielen. Ja. Dann flieg mal zum Healen. Ja, Hey, Radio! Wo ganz sicher Copyright-Musik drauf ist. Ist egal. Ich werde das alles im Nachhinein rausschneiden. Ich sehe das ja dann auf der Audiospur, wenn man plötzlich mehr Sound als sonst hat. Aha, jetzt kann ich voll krass Musik hören, ja und ihr nicht. Gott, ich muss unbedingt dran denken, das rauszuschneiden. Hoffentlich denke ich auch dran. So, Zeit haben wir noch gut. Ungefähr die Hälfte ist rum. Nicht ganz. Ein Drittel. Ach stimmt, hier war noch. Ich muss scannen, obwohl ich überhaupt nicht müde bin. Komisch. Ja, was macht der denn da? Anscheinend einen Unfall bauen. Weg hier. Lol. Oh Gott.
Irrtro. Halt mich. XD. Ich finde die Rotoren gerade, das gibt es nicht, ja. Oh Gott. Oh Gott, das gibt es doch nicht. Hab dich mitgedacht. Ich bin ja schwer verletzt, ich bin nicht tot, ja? Ich darf noch reden. Toll, ich. Auf jeden Fall, Mann. Okay, jetzt warte ich, bis ich sterbe. Langsam werde ich jetzt dahin verrecken. Allein. Und am Ende bin ich einfach tot. Nach Stunden der Qualen. Und noch irgendwas anderem, was mir jetzt nicht einfällt und nicht und dramatisch klingt, ne? Ja. Ich hoffe, es dauert keine Stunden, das wäre ziemlich unpremium. Ja, jetzt müssen wir warten. Ne? Ist klar. Ich werde mich kurz reloggen und sonst gleich wieder. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück. Ich muss kurz den Timer starten. Und ja. Das war ja jetzt nicht das Beste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, ne? So, wir müssen kurz zum Haus laufen, weil er denkt, wir spawnen im Haus. Aber da bin ich komischerweise nicht mehr eingemietet. Mein Fall für Galileo Mystery. Gut, dann müssen wir rennen. Ne? Und rennen. Und rennen. Ja. Leider ist auch schon spannend, ne? Da hätte ich jetzt zwar noch. Alter, das gibt es nicht, ne? Sekunde. Das hätte ich jetzt zwar noch offscreen machen können, aber nö. Und ich muss mich kurz wieder anders hinsetzen. Jetzt könnt ihr beim Klötzen meinen Stuhl hören. Ja, da war er. So. Ab geht's. Jetzt bin ich wieder nicht mit der Platzierung des Mikrofons einverstanden. Okay, das werde ich jetzt einfach mal kann ich nicht übersehen, scheiße. Nein, jetzt hat es funktioniert wieder, alles gut. Boah, das ist unglaublich, ne? Wenn das auch nur 2 Zentimeter falsch ist, dann kann ich das nicht ab, dass da was bei mir hängt. Richtig nervig. Gut, dann müsst ihr noch ein bisschen nach links. Und da vorne wird er wahrscheinlich schon auf uns warten, der ist der Helikopter. Und ja, der hat uns gerade umgebracht. Der Timer läuft. Gut. Bei ungefähr 14 Minuten euch auf. Wir sind jetzt bei 10. Auf dem Timer. Den habe ich ein bisschen zu spät angeschaltet, deswegen ist der nicht ganz richtig. Hier ist er. Ja. Nach wo? Ach, scheiß drauf. Ich frag's einfach irgendwo um. Und Leertaste, Numpad 6. Und wir lernen das dann mit 6. Wir haben noch die beste Tatenschutzkastenkombi, die es im ganzen Spiel gibt. So. Wo sehen jetzt alle hin? Hier ist. Ach, da ist er. Setz dich mal bitte rein und nimm an. Na, no, schon wieder Radio, das gibt's doch nicht. Eine Schaube. Geht nicht. Ich muss Varia sein. Okay, ab geht's ja irgendwo hin. Und
Jetzt bringt es auch nicht mehr, wenn er das Radio ausmacht, weil ich habe sowieso schon eine Copyright-Musik drin, die muss ich dann eh rausschneiden. Und wenn ich weiß, dass ich irgendwas ausschneiden will, schaue ich mir eh alle Parts an. Du wolltest mir doch noch was zeigen. Laufen Lila. Warum ist da überall Copyright drauf? Drauf. Wenn man in dem Englischen ist eine Copyright und dann passt das gar nicht mit dem Deutschen drauf zusammen. Drauf. Drauf. Ist ein lustiges Wort. Gott, ich werde mir wieder alle Folgen angucken dürfen. Na, ich höre mir die Folgen eh immer nur an, weil da mache ich neben was dabei. Problem ist halt, ich finde inzwischen meine Folgen zum Glück echt ansprechend. Ich fand die früher schrecklich. Inzwischen höre ich die mir echt gern mal nebenbei sogar an, aber angucken nicht, weil ich finde das extrem langweilig. Einfach alles extrem langweilig, weil ich einfach alles weiß, was passiert. Ne? Ich weiß, okay, jetzt werde ich gleich was sagen in Richtung ABC. Ne? Oder so, oder jetzt wird gleich Gag XYZ kommen und dann ist einfach nichts mehr dahin. Also, das höre ich mir meistens nur beim Zocken an. Dann muss ich halt gucken, wo das alles ist. Oder ich finde das einfach alles gleich in der Bunga, 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 Bunga. Oh, jetzt kommt, willst du? Bunga, Bunga. Und da ist 100% Copyright drauf, das weiß ich. Nee. Ah, fuck. Oh, das gibt's nicht. Ich hab unter meinem Tisch Pedale und da stehe ich meistens mit den Füßen drauf, wenn ich zocke. Und jetzt hatte ich einen Fuß drauf auf den Gaspedal und einen unten dran. Und jetzt bin ich mit dem oberen runter und dann hat den unteren eingequetscht, weil er war Fuß. Oh, das gibt's nicht. Gottsekündig. So, allerdings ist die Folge wieder zu Ende. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt sehen wollt, was er mir zeigt, ja, das hatte ich ja schon letzte Folge gesagt, aber diesmal wirklich, wenn ihr sehen wollt, was er mir zeigt, dann schaltet nächstes Mal wieder ein. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis denn und tschö.